Mit der Zeit werden meine Gedanken schon klarer. Wäre es nicht von dir, dass du mir zuhörst, das sage ich ganz unumwunden. Ich habe noch andere Fragen. Ikara, I have answers. Lass uns verschwinden. Okay. Ja. Dann gucken wir mal, wohin uns das jetzt gebracht hat. Zur Not habe ich immer noch die Saves, also meinen letzten Let's Play Save, auch wenn wir dann wieder am Anfang der Höhle stehen. Und meinen Quick Save, den ich schnell laden könnte. Ich darf ihn nur nicht aus Versehen überspeichern. Ja, du da. Onikaza will want your report, I say. Onikaza. Hariki should have known we could not keep a dragon forever. Hariki hätte wissen müssen, dass wir einen Drachen nicht für immer festhalten können. So, sehen wir jetzt ein riesiges Loch hier oben, wo er rausgekommen ist, zufällig. Ich meine, er kann ja nicht jetzt die ganze Zeit hier in der Stadt gewütet haben. Vor allem können die normalen Huaner nichts dafür, dass das passiert ist. Ich würde es aber auf jeden Fall lustig finden, wenn jetzt hinter der Wasserform geht oder so ein großes Loch wäre. Warner didn't believe in personal property. Yet you've brought quite the assortment of leather necklaces. Akira, just so. But not all of them go around my neck. In that case, perhaps you could remove them from my sleeping berth. Oh, it is no burden, my friend. You are free to borrow one. Die haben Probleme. Ich dachte, du Anna halt nichts vom Privateigentum. Dennoch hast du diese Sammlung von Lederhalsbändern mitgebracht. Okay, ja, genau so ist es. Aber nicht alle passen um meinen Hals. Also, Alof sagt das mit den Lederhalsbändern zu Tekeo und Tekeo sagt, dass sie nicht alle um seinen Hals passen. In dem Fall solltest du sie vielleicht aus meiner Schlafkoje entfernen, sagt Alof. Oh, das ist keine Last, mein Freund. Du darfst dir gerne eins ausleihen, sagt Tekeo. Ja, aber hier sieht das nicht so aus, als ob irgendwas kaputt gegangen wäre. Bei der Gelegenheit kann ich es ja einfach wieder gut machen und der Huana vor dem Kahanga-Palast die Tafel geben. Oder ich kann sie dazu überreden, sie zu teilen mit der Todesfeuertante. Der Hebel schreibt mir voller Stimme, sage ich. Ja. Tach, Onikaza. What madness has its clutches around Pariki's overlook? The mountain shakes, bellows of anguish echo over the wind. Das ist ja begeistert, ist sie schon mal nicht. Welcher Wahnsinn hat von Perikis Aussichtspunkt Besitz ergriffen? Der Berger zittert, Angstschreie übertönen den Wind. Und Ikasa hebt eine zitternde Hand zu stören. And a shadow rose from the streets to cover Queen's birth on its way to the sea. Und ein Schatten ist aus den Straßen aufgestiegen und hat sich auf seinem Weg zum Meer über den Ankerpunkt der Königin ergossen. Now the traders look to me for answers I do not have. Und jetzt wollen die Kaufleute von mir antworten, die ich ihnen nicht liefern kann. Onikaza bearbeitet die Armlehne mit der Faust. Nothing but panic and contradiction make their way to my ears. Tell me, what happened? Meine Ohren erreichen nur Panik und Widersprüche. Sag mir genau, was geschehen ist. Naga
Naga ist in die Gilde eingedrungen, um einen uralten Meeresdrachen zu retten. Wegen einiger Schlangen und eines Drachens befindet sich die Gilde der Wasserformel im Zustand der Auflösung. Im Keller der Gilde befand sich eine ausgesprochen umfangreiche Verseuchung. Sind wir mal ehrlich und nehmen die Eins? Du machst keine Witze. Die Königin blinzelt und richtet sich langsam auf, strafft sich auf ihrem Thron. Überfinde Dinge, Hoheit, aber nicht darüber, behaupte ich. Die Kirche verschränkt die Arme und schließt die Augen. Etwas an dieser Kiste sorgt dafür, dass Onikazas Aufmerksamkeit auf ihm verharren zu lassen. For what did the guild endanger my city with this creature? I will hear Myru's report. Weshalb hat die Gilde meine gesamte Stadt einer Gefahr ausgesetzt, Dor? Wegen dieser Kreatur. Ich verlange von Myru einen Bericht. Suchen klingt Onikaza über ihre Schulter. Genmeisterin Myru ist tot. No, to lose a teacher of Myru's skill while Rawatai points their cannons at us? Nein, eine Lehrerin mit Myru's Fähigkeiten verlieren, während die Kanonen von Rawatai auf uns gerichtet sind. Ihr habt die Messing-Zitadelle hier und da macht ihr euch die Kanonen Sorgen. Oh Gott, ihr seid doch nicht im Krieg mit denen, oder? Wenn ihr es wert, warum lasst ihr sie eine Festung direkt vor eurer Haustür bauen? Ja, Onikaza hebt die Hand zum Mund. Takehu, my sympathies. I know yours was a turbulent apprenticeship. Takehu, du hast mein Mitgefühl. Ich weiß, dass du eine sehr turbulente Lehrzeit hinter dir hast. Makara, the guild, they fought bravely, Highness. Ikea, die Gilde, sie haben tapfer gekämpft, Hoheit. Takehu nickt, die Lippen zu einer harten Linie zusammengepresst. Send every bird from my master water shapers. Tell them to cleave the ocean in half if they must. They will come to Nekataka now. Sendet alle Vögel nach meinem Meer Meisterwasserform aus. Sagt ihnen, wenn es sein muss, sollen sie den Ozean aufspalten, aber sie müssen unbedingt jetzt sofort nach Nekataka kommen. Einige Diener nehmen sofort eine stramme Haltung an und tasten die Treppe hinunter. Und Onikaza stützt den Kopf und in die Hände und seufzt. I once told Myru she was not allowed to retire while Rawatai's fleet darkened my ports. Negati is not done testing me, I say. Ich habe Myru einmal erklärt, sie dürfe sich nicht zurückziehen, solange die Flotte von Rautai meine Häfen verdunkelt. Negati ist mit ihren Prüfungen für mich noch nicht fertig, möchte ich mal behaupten. Ja, Sirolephas hat sich bereit erklärt, den Wasserformen seine Stärke zu leihen, um die Inselgruppe zu beschützen. Beriki hat den Drachen vor langer Zeit gefangen, um die Gilde und sein Gefängnis herum erbaut. Nehmen wir mal die zwei. Beriki was a whaler before she took up Negati's art. I say her largest trophy was a secret, well kept. Beriki war eine Walfängerin, bevor sie sich der Kunst in Gatis verschrieben hat. Und ihre größte Trophäe war ein wohlgehütetes Geheimnis. Sie seufzt und stützt das Kinn auf die Handfläche. Kahanga legends tell us that our ancestors made compacts with the creatures of the Deadfire. Die Legenden von Kahanga berichten davon, dass unsere Vorfahren mit dem Kreatur des Todesfeuers ein Abkommen geschlossen haben. Und die Kasse unterbricht sich und ruft mit einem Fingerschnipsen einen Diener herbei. Send for Ranga Hauhua of the Wapua tribe. If she could soften the hearts of my cats, I say dragons are not beyond her. Sinn nach Ranga Hauhua vom Stamm der Wapua. Nachdem es ihr gelungen ist, die Herzen meiner Katzen zu besänftigen, wird sie bestimmt auch mit Drachen fertig. Ihre Diener ist ein zum Ausgang. Onikaza lehnt sich ihren Thron zurück und überlegt. Ikara, but I cannot believe. Highness, would you trap another of Ngati's ancient pets? Ikara, aber ich kann es nicht glauben. Hoheit, würdet ihr etwa ein weiteres von Ngati's altehrwürdigen Schoßtieren in eine Falle locken? I would go any distance to protect my people. Can Nagati's chosen say the same? Ich würde alles tun, um mein Volk zu schützen. Können die Auserwählten von Negati dasselbe von sich behaupten? Onikaza wendet sich wieder dir zu und überlässt es Takehu an seinen Haaren zu ziehen und die Stirn zu runzeln. Speak on, Watcher. As surely as a tide swelling over the shore, I feel you are not finished. Sprich weiter, Wächter. Ich bin mir sicher, wie die Gezeiten über die Küste strömen, dass du noch nicht am Ende angekommen bist. Die gefangenen Wächter des Drachen haben die Seelen eurer Wasserformer gestärkt. Die einzelnen Formen des Wasserformens sind Fabrikationen, die aus dem Gefängnis des Drachens zurückgreifen. Ich weiß nur, dass jeder, der hier das Wasserformen gelehrt hat, sich dabei wie ein Blutekel der Seele des Drachen bedient hat. Ich könnte ihm wirklich so ehrlich garstig sein, aber die Sache ist schon angespannt genug. Sind wir mal lieber stoisch. Und nehmen die zwei. Then Pariki's students had an advantage in their lessons, I say.
and my ruse after her. All at the cost of this beast's freedom. Dann, so würde ich sagen, hatten die Studenten von Periki bei den Lektionen einen großen Vorteil. Und anschließend die von Mairo ebenfalls. Also auf Kosten der Freiheit dieser Bessie. Ohne Kase hebt die Augenbrauen. If water shaping is not as our ancestors taught it, we cannot reckon how much of the original form we have lost. Wenn das Wasserformen heute nicht mehr auf die Weise geschieht, wie unsere Vorfahren es gelehrt haben, können wir kaum ermessen, wie viel der ursprünglichen Form wir verloren haben. Ein ängstliches Gefühl begleitet ihre Gedanken so, als ob Onikazu das Gefühl hätte, unter ihr öffne sich ein tiefer Abgrund aus Unsicherheit. What became of the dragon, Watcher? If the power of this beast strengthened our guild. Was ist aus dem Drachen geworden, Wächter? Wenn die Macht dieser Bestie unsere Gilde gestärkt hat, und Kasa beugt sich vor, Questerfang besiegt. Ja, ich habe ihn befreit. Äußerlich verändert sich ohne Kasas Haltung nicht. Dennoch scheint das Schwingen auf dem Dachgarten auf einmal besonders bedrückend. Dann fällt ihr das kratzende Geräusch ihrer Fingernägel auf, mit denen sie ihre Armlehne bearbeitet, und ihre Tiger schauen hoch und betrachten dich auf einmal höchst aufmerksam. No, no, I say. Nagati close her teeth around your boat and Wodica scrawl your name in her log of disgrace. Nein, nein, sage ich. Möge Ngati ihre Zähne um dein Boot schließen und Wodica deinen Namen in ihr Buch der Schande kritzeln. Wo liegt das Problem? Es war falsch, was die Gilde getan hat. Ich habe es in Ordnung gebracht. Sirolophas hasst Fremde. Ich habe ihn nur dir zum Gefallen freigelassen. Sag nichts. Nehmen wir mal die zwei. If my apprentices struggle to learn Nagati's art, then we have no hope of replenishing the ranks. And I do not have the luxury of patience. Wenn meine Lehrlinge damit zu kämpfen haben, Ngatis Gunst zu erlernen, können wir jede Hoffnung begraben, die Ränge wieder aufzufüllen. Ich kann mir keine Geduld leisten. I cannot keep Rawatai in check if they do not recognize our strength. The guild can outlast this, but our enemies will test us beyond what we can endure. Ich kann Rautai nicht in Schach halten, wenn sie unsere Stärke nicht erkennen. Die Gilde kann das überstehen, aber unsere Feinde werden uns weit über das hinaus auf die Probe stellen, was wir ertragen können. Das ist also der Dank dafür, dass ich dir deinen Bruder gegeben habe. Hä? Was soll das heißen? Ich hatte nicht vor, der Sache der Huana Schaden zu verfügen, Hoheit. Und wie soll es jetzt weitergehen? Ich schätze, es wird an der Zeit zu erkunden, ob eure Rivalen Arbeit für mich haben. Nehmen wir mal die zwei, sind ehrlich. Then you are nothing but a fish puppet Ngati sent to trick us with cheap lures of hope. Dann bist du nichts als eine Fischmarionette, die Ngati ausgesandt hat, um uns mit der billigen Verlockung der Hoffnung zu täuschen. Even in desperate times, this falls beneath the expectations of the Kahanga Crown. You may see yourself out. Selbst in den schweren Zeiten der Verzweiflung unterfällt dies den Erwartungen der Krone der Kahanga. Du kannst gehen. Eine Welle von besorgten Flüstern ergießt sich über einem Ende des Dachgartens zum anderen. Würdest du etwa einen Verbündeten einfach deinen Konkurrenten überlassen? Sie zuckt zusammen. Unter den Zuschauern im Dachgarten macht sich ein erwartungsvolles Murmeln breit. Wait. Warte. Water Shapers have kept this city in the hands of the Kahanga. A queen cannot do this alone. Diese Stadt ist dank der Wasserform in den Händen der Kahanga verblieben. Meine Königin allein kann das nicht erreichen. Sie blickt zu dir auf. Tiefe Falten zeigen sich auf ihrer Stirn. You may work off your debt to the crown. I will swallow my pride if it keeps an ally under my roof. Es sei dir erlaubt, deine Schuld gegenüber der Krone abzuarbeiten. Solange es dafür sorgt, dass ein Verbündeter unter meinem Dach verbleibt, bin ich gerne bereit, meinen Stolz hinunterzuschlucken. Die Spannung im Dachgarten beginnt sich zu lösen, nachdem Onikazas Tonfall versöhnlicher wird. Ich danke, dass ihr mir eine zweite Chance gebt, Hoheit. Das war nur ein Scherz, ich kündige. Sag nichts. Akira, perhaps you are wise to hold your tongue. Akira, vielleicht ist es klug von dir, deine Zunge im Zaun zu halten. My water shaping masters will arrive soon, and I say the guild will be stronger for their guidance. But a queen's work is not finished until she has endured all of Nagati's trials. Meine Wasserformermeister werden bald erscheinen und ich behaupte jetzt einmal, ihre Führung für die Gilde stärken. Aber die Arbeit einer Königin ist nicht beendet, bis sie alle Prüfungen in Gartis überstanden hat. I could send birds to every Ranga and rally them to our cause, but Neketaka needs more than strength. We need pure Huana Fury. We need the Wahaki.
Ich könnte Vögel zu jedem Ranga entsinnen und sie alle herbeirufen, damit sie sich unserer Sache anschließen. Aber der Kataka benötigt mehr als Stärke. Wir brauchen die pure Wut der Huana. Wir brauchen die Wahaki. My brother calls the Wahaki the last true Huana. He's severe on the Kahanga, but I do not call him wrong. Mein Bruder nennt die Wahaki die letzten wahren Huana. Er ist sehr streng, was die Kahanga betrifft, aber er liegt nicht falsch. Onikasa streicht sich mit dem Daumen über das Kinn und nickt. The tribe hates all foreigners. Passing ships are attacked on sight, and explorers never make it back to the beach. Der Stamm hasst alle Fremden. Vorbeiziehende Schiffe werden sofort angegriffen und Entdecker schaffen es niemals zurück zum Strand. Sprich weiter. I have hesitated to let the trading company see my teeth, but those days are behind us. Ich habe lange damit gezögert, den Handelsgesellschaften meine Zähne zu zeigen, aber diese Tage liegen jetzt hinter uns. Filling the seas with Wahaki war canoes will strike terror in the heart of even Rawatai's iron fleet. Es wird Furcht ins Herz sogar der eisernen Flotte von Rawatai tragen, wenn wir das Meer mit den Kriegskanus der Wahaki füllen. Ja, sicher. Der Gedanke bringt Onikasa zum Schmunzeln.